Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah Rabbil Alamin, es ist mir wieder eine großartige Ehre, liebe Geschwister, mit euch diese wunderbare neue Serie abhalten zu können. Und wir werden über die Geschichten der Propheten sprechen, bi'idhnillah ta'ala. Aber mein Ziel ist es nicht nur, dass ich einfach so die Geschichte erzähle, sondern ich versuche, dass wir immer unseren Iman stärken und dass wir immer versuchen, bi'idhnillah ta'ala, das Maximalste aus den Ayat und aus den Ahadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam herauszuholen. Deswegen bitte ich euch, es ist eine Stunde, wo ihr etwas Geduld zeigen müsst und etwas euch konzentrieren müsst, aber ihr werdet mit einem großartigen Nutzen herausgehen, vor allen Dingen bei dieser Geschichte von Adam alaihi salatu wassalam, die wir das letzte Mal schon begonnen haben. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ich habe gesehen, dass viele Geschwister sich darauf gefreut haben, diese Geschichten der Propheten zu hören. Alhamdulillah, wir versuchen sie natürlich so authentisch wie möglich zu erzählen. Es gibt manche Propheten, da wurde weniger über sie berichtet als über andere Propheten. Aber Alhamdulillah Rabbil Alamin, wir haben genug Informationen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Informationen auf richtige islamische Art und Weise verarbeiten lassen. Allahumma amin. Wir haben mit der Geschichte von Adam alayhi salatu wassalam angefangen. Und auch wenn du jetzt nicht vor mir sitzt, sondern mich nur im Bildschirm siehst, so spreche mit mir. Adam alayhi salatu wassalam, wie wir gesagt haben, war ein Prophet. Und wir haben gesagt, Adams Erschaffung alayhi salatu wassalam war aus Erde. Ursprünglich stammt er aus Erde. Und ich versuche immer, inshallah ta'ala, dass die Geschwister, die auch später bei uns sich zugeschaltet haben, dass sie auch etwas mitnehmen können, inshallah ta'ala, von den vorigen Unterrichten. Und wir haben gesagt, dass Adam alayhi salatu wassalam nicht sofort in einem Atemzug erschaffen wurde, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn aus Erde erschaffen. Dieses wurde mit Wasser nass gemacht und danach ist daraus Lehm entstanden. Und aus dem Lehm, nachdem es gelegen hat, ist danach fauliger Schlamm entstanden, der einen Geruch hatte. Und dann ist zum Schluss As-Salsal entstanden. Das bedeutet, als es so hart war, das Material, so war der Entwicklungsprozess von Adam alayhi as-salatu wassalam. Und wir wollen heute bei Ibnillah Samir al-Alim weitermachen. Natürlich können wir nicht alles wiederholen vom letzten Mal. Und wir beginnen, liebe Geschwister, indem wir euch natürlich berichten, wann Adam alayhi salatu wassalam überhaupt erschaffen wurde. Wir haben bestimmte Tage in der Woche, aber es gibt einen Tag, der ist bei den Muslimen etwas ganz Besonderes. Ich höre dich, du sagst Al-Jumu'ah, der Freitag. Höre diese Überlieferung. Bei Imam Muslim, so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wa khalaqa Adam ba'da al-asr. Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam alaihi salatu wasalam nach dem Asr erschaffen. Jetzt wissen wir die Uhrzeit, wann es ungefähr war. Mi yawm al-jum'ah, am Tage von al-jum'ah, am Freitag. An diesem Tag hat Allah subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salatu wassalam erschaffen, was auch auf seine Vorzüglichkeit hindeutet, denn der Freitag ist nicht irgendein Tag bei uns, liebe Geschwister, sondern das ist ein Tag, der ein großes Gewicht hat. Und ihr wisst, auch der Tag der Auferstehung wird an einem Freitag sein. Insofern haben wir hier eine gewaltige Bedeutung, wann Adam alaihi salatu wassalam erschaffen wurde. Adam wurde in den letzten Stunden des Freitags erschaffen. Sogar wissen wir dieses. Und so begann die Schöpfung. Wir reden über den ersten Menschen, der überhaupt erschaffen wurde. Wer? Adam alayhi salatu wassalam. Gab es zuvor keine anderen Menschen? Keinen einzigen. Adam war der erste Mensch, alayhi salatu wassalam, der erschaffen wurde, liebe Geschwister. Und schaut, wie Shaytan von Beginn an Adam alayhi salatu wassalam verabscheut hat. So wird berichtet in einer Überlieferung bei Imam Muslim, لما صور الله آدم, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam gestaltet hat, und er hat ihn gestaltet, wie ihr wisst, hat er ihn zu einem Menschen erschaffen. Und diese Erschaffung ist eine ganz besondere Erschaffung, und Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen geehrt. Und der Urvater aller Menschen ist Adam alayhi as-salatu wassalam. ثم تركه ما شاء الله أن يتركه. Danach hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn gelassen, Adam alayhi salatu wa salam, nachdem er ihn erschaffen hat, im Al-Jannah.
فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو. So hat Iblis angefangen, Adam alayhi salatu wassalam, Rundung zu machen. Er hat ihn umrundet, immer wieder. Als er Adam alayhi salatu wassalam gesehen hat, hat er ihn umrundet, so wie wir die Kaaba umrunden. Und er schaute ihn an. Wer ist er? Wer ist diese Person, mit dem ich es zu tun habe? فَلَمَّ رَأَوْهُ أَجْوَفْ عَرَفَ أَنَّهُ خُلِقَ خَلْقًا لَا يَتَمَالَكْ. Als er gesehen hat, dass er, bedeutet Adam alayhi salatu wassalam, eine Menschengestalt hat, der einen Magen hat, dieses hohle Gefäß hat, so hat er gesagt, das ist eine Person, der sich nicht unter Kontrolle hat. Das ist eine Person, der sich nicht unter Kontrolle hat. Er meinte, diese Erschaffung ist eine Erschaffung, die sich nicht unter Kontrolle hat, die nicht ihren Zorn dämmen kann und die auch nicht in der Lage ist, sich vor Einflüsterung zu schützen. All dieses haben die Gelehrten hereininterpretiert in diesem Wort La yatamalak, liebe Geschwister. Und es ist ein großes Wort. Aber wir sollten wissen, Iblis hat sich Hoffnung gemacht, ihn anzugreifen, einen Schaden zuzufügen. Und als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salatu wassalam dann eine Seele eingehaucht hat, und so wurde Adam alayhi salatu wassalam ein vollständiger Mensch, denn er bestand jetzt nicht nur aus Körper, sondern aus Körper und Seele. Und wir wissen, liebe Geschwister, der Körper von Adam alayhi salatu wassalam ist aus Erde. Der Ursprung ist aus Erde, wie wir es bereits erklärt haben. Und wenn wir sagen, wir sind aus Erde, das heißt, unser Ursprung ist aus Erde, weil unser Urvater Adam alayhi salatu wassalam, natürlich jeder weiß, wie wir entstanden sind. Und das ist nicht die Geschichte vom Storch, die ist ein bisschen zu storchig zu diesem Thema, sondern wir haben einen Ursprung und dieser Ursprung ist Adam alayhi salatu wassalam. Dieser wurde aus Erde erschaffen, die nachfolgenden Generationen natürlich aus einem Samentropfen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Körper von Adam aus Erde erschaffen. Und dann hat Allah azza wa jal Adam alayhi salatu wassalam eine Seele eingehaucht von sich aus. Diese Seele ist etwas komplett anderes als der Körper. Denn die Seele ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Du kannst deinen Körper zu essen und zu trinken geben und er wird immer zufrieden sein, ganz gleich, ob das, womit du ihn ernährt hast, halal, erlaubt nach unserer Religion ist, oder haram, oder verboten. Wenn du ihm auch unreine Dinge zu essen gibst, er wird satt und er ist zufrieden, dieser Körper. Aber dann haben wir noch ein viel wichtigeres Element und das ist die Seele. Diese Seele ist von Allah subhanahu wa ta'ala und sie wird niemals, höre zu, niemals zufrieden sein, bis du sie mit dem ernährst, was Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden macht. Auch die Seele braucht Nahrung, auch die Seele braucht Nahrung. Wie viele verkümmerte Seelen gibt es, liebe Geschwister, die zwar ihren Körper reichlich ernährt haben, aber die ihre Seele vergessen haben und so ist diese Seele verkümmert und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطُمَئِنُّ الْقُلُوبِ. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala ruhig. Wir brauchen eine Nahrung, eine spezielle Nahrung für die Seele. Und diese spezielle Nahrung ist das Gedenken Allahs. Wenn wir diese Seele ernähren mit dem Gedenken Allahs subhanahu wa ta'ala, dann wird sie zufrieden sein. Und so wirst du auch als Mensch zufrieden sein, selbst wenn dein Körper nicht alles bekommt, was er begehrt. Aber im Umkehrschluss, wenn du deinem Körper auch alles gibst, aber du ernährst deine Seele nicht richtig, mit Dhikrullah, mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala, so wirst du sehen, dass du niemals Zufriedenheit erlangen kannst. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und wer sich dann von meiner Religion, bedeutet die Religion des Islam, und vom Koran entfernt, so wird er ein enges Leben bekommen. Traurig wird er sein, unglücklich wird er sein, er wird unzufrieden sein
und er wird Kummer und Sorgen haben. Subhanallah, wie viele Menschen trifft man, wenn man mit ihnen redet, kommuniziert, dann sagst du zu ihm, hast du irgendwas? Er sagt dir eigentlich nichts. Ist dir irgendwas passiert? Nein. Hat deine Frau dich geärgert? Nein. Deine Kinder dich geärgert? Nein. Was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Er ist unzufrieden. Allah hat ihm diese Unzufriedenheit gegeben. Und wie viele dieser Leute gibt es? Diese Leute werden niemals glücklich sein im Leben, ganz gleich, was sie besitzen. Deswegen, o Diener Allahs, fühle dich stolz als Muslim, dass du auch mit wenig zufrieden bist. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala deine Seele glücklich macht, dann wirst du mit allem zufrieden sein, wenn es auch wenig ist. So ist die Religion des Islam. Allah subhanahu wa ta'ala, er liebt diejenigen, die seiner gedenken. Und wenn er sieht, dass man seiner gedenkt, subhanahu wa ta'ala, indem man betet, indem man fastet, indem man Allah azza wa jalla preist, so wird er deine Seele glücklich machen. Und ganz gleich, was um dich herum passiert, wenn das auch nicht die optimalsten Bedingungen sind, so wirst du trotzdem zufrieden sein. Das ist die Gunst von Allah azza wa jalla. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer in der Dunya und in der Akhira zufrieden machen. Allah azza wa jalla hat Adam alayhi salatu wa salam also eine Seele eingehaucht. Und die Seele ist so viel wichtiger als der Körper, liebe Geschwister. Einmal saßen die großen Gelehrten zusammen und sie haben darüber geredet, was mehr Gewicht hat, die Seele oder der Körper. Bis einer der großen Gelehrten sagte, natürlich überwiegt die Seele, denn ganz gleich, wie stark der Körper ist, wenn die Seele vom Körper entnommen wird, dann wird dieser Körper zusammenfallen. Allahu Akbar, was für eine Weisheit von diesem Gelehrten. Was für eine Weisheit von diesem Gelehrten. Aber solange die Seele im Körper drin ist, so kann der Körper schwach sein, aber er lebt. Aber wenn einmal die Seele entfernt ist, auch aus so einem starken Körper, so wird er zusammenbrechen, liebe Geschwister. Dann haben wir eine andere wunderschöne Überlieferung bei At-Tirmidhi. Und zwar, als Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salatu wa salam erschaffen hat und ihm seine Seele eingeraucht hat, so hat Adam genießt. Hachi, das erste Mal alayhi salatu wa salam. Und da sagte er, wie Allah es ihm eingegeben hat, Alhamdulillah. Alhamd im Arabischen, liebe Geschwister, ist eine Mischung aus Lob und Dank. Und dieses gebührt nur von Allah azza wa jalla. Du darfst Alhamd nur Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben. Er sagte, Alhamdulillah, alles Lob gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Er lobpreiste Allah azza wa jalla. Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala zu Adam, Allah soll mit dir barmherzig sein. Allah subhanahu wa ta'ala spricht über sich in der dritten Person. Allah soll mit dir barmherzig sein, o Adam. Geh zu diesen Engeln, die dort sitzen und begrüße sie. Da sagte Adam alayhi salatu wassalam zu den dort sitzenden Engeln, er sagte, Friede sei mit euch. Assalamu alaikum auf Arabisch. Assalamu alaikum. Dann antworteten die Engel ihn, und sie sagten, und mit dir sei auch Friede und die Barmherzigkeit Allahs auf Arabisch. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jetzt hast du erfahren, o Diener Allahs, wie dieser Gruß, mit dem wir uns grüßen, wir Muslime, zustande gekommen ist. Wann auch immer wir uns sehen, wir sagen nicht Hallo oder Goodbye oder Ciao Ciao oder Yellow Hello. Wir sagen Assalamu alaikum zu uns Muslimen. Und das ist der Gruß, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala uns geehrt hat. Jetzt kennst du dessen Ursprung und höre noch das Gewicht von diesem Assalamu alaikum. Dann kam er zurück, Adam alaihi salatu wassalam, zu seinem Herrn, worauf er sagte, Allah subhanahu wa ta'ala, dies ist dein Gruß und der Gruß deiner Kinder untereinander. Allahu Akbar. Dies ist dein Gruß, Adam, und der Gruß deiner Kinder untereinander. Ihr grüßt euch mit Assalamu alaikum. Und Allah subhanahu wa ta'ala zeigte dann Adam alle Nachkommen, die nach ihm kommen werden. Da sagte Adam alayhi salatu wassalam, oh mein Herr, wer sind diese? Wer sind diese Seelen, die nach mir kommen werden? Da sagte Allah subhanahu wa ta'ala, das sind deine Nachkommen. Und bei jedem Mensch von diesen Nachkommen von Adam alayhi salatu wassalam war sein bestimmtes Alter zwischen den Augen geschrieben. Da war ein Mann von ihnen, der einer der leuchtendsten gewesen ist. Und dieser war so leuchtend, so hell, dass er Adam alayhi salatu wassalam auf Anhieb aufgefallen ist. Dann fragte Adam alayhi salatu wassalam, oh mein Herr, wer ist dieser?
Allah antwortete ihm, er sagte, das ist dein Sohn Dawud. Dawud alayhi salatu wasalam, ein geehrter Prophet, liebe Geschwister. Schaut mal, welch großartige Persönlichkeit Dawud ist. Er ragte heraus unter den Nachkommen von Adam alayhi salatu wasalam, indem er der Leuchtendste gewesen ist. Allah subhanahu wa ta'ala erklärte ihm, das ist Dawud. Daraufhin bewohnte er das Paradies für so lange, wie Allah subhanahu wa ta'ala es wollte, bedeutet Adam alayhi salatu wasalam, bevor er es verlassen musste. Und Adam zählte während seines Lebens sein eigenes Alter. Aha, lasst uns hören, wie alt Adam alayhi salatu wasalam geworden ist. Das ist eine authentische Überlieferung. Schließlich kam der Todesengel dann zu Adam alayhi salatu wasalam. Und da sagte Adam zum Todesengel, du bist vorzeitig gekommen, weil ich bekomme 1000 Jahre. Mir sind 1000 Jahre festgeschrieben worden. Der Todesengel antwortete, das stimmt, aber du hast deinem Sohn Dawud davon 60 Jahre gegeben. Das heißt, wie alt solltest du werden? 940 Jahre, weil du für Dawud 60 Jahre bereit warst abzugeben. Da stritt Adam es ab. Also Adam hat es vergessen, dass er diesen Deal mit ihm gemacht hat, dass er ihm dieses gesagt hat, dem Todesengel. Und so wurden auch die Nachkommen von Adam alayhi salatu wasalam vergesslich, liebe Geschwister. Das ist eine großartige Überlieferung, die uns die Großartigkeit von dieser Religion aufzeigt. Wie schön ist es, dass wenn du niest, auch Alhamdulillah sagst. Und nicht nur das. Wenn du sagst Alhamdulillah, dann sagt der dir gegenüber, der dich hört, dass du Alhamdulillah gesagt hast, er sagt, ja, Hamukullah, Allah soll mit dir barmherzig sein. Und Allah, wie es in einer gesunden Überlieferung heißt vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, er liebt denjenigen, der niest. Warum? Weil wenn er Alhamdulillah sagt, er lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala, dann sagt er ihm gegenüber, er sagt ihm, Allahs Barmherzigkeit auf dich. Schaut, subhanallah, derjenige, der genießt hat, er hat Allah lobpreist. Und derjenige, der ihm gegenüber war, er hat ihm dann, der genießt hat, Allahs Barmherzigkeit gewünscht. Wie hat das eine zum anderen geführt? Durch ein Niesen, was begonnen hat. So war voller Barmherzigkeit zwischen den Brüdern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns diese Barmherzigkeit niemals verlieren lassen. Und nachdem Allah subhanahu wa ta'ala Adam alayhi salatu wasalam erschaffen hat, liebe Geschwister, und ihm eine Seele eingehaucht hat, befahl er dann, den Engel sich niederzuwerfen vor wem? Vor Adam alayhi salatu wasalam. Allah azza wa jalla sagt in Surat Al-A'raf, ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ. Und als wir dann zu den Engeln sprachen, werft euch nieder vor Adam alayhi salatu wasalam. Da warfen sie sich allesamt nieder, außer Iblis. Iblis, Ash-Shaytan. Er gehörte nicht zu denjenigen, die sich niedergeworfen haben. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, was hält dich davon ab, dich vor Adam niederzuwerfen, so wie ich es dir befohlen habe? Qala ana khayrun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Er sagte, ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen, während du Adam alayhi salatu wasalam aus Lehm erschaffen hast. Allahu Akbar. Was für ein großartiges Ereignis, was hier deutlich wurde aus diesen geehrten Ayat, ist ein großer Dars für uns, liebe Geschwister. Und ich möchte hier etwas stehen bleiben, wenn ihr es mir erlaubt, bi'idhnillah ta'ala. Allah sagt, wir haben den Engeln befohlen, dass sie sich niederwerfen vor Adam. Diese Niederwerfung ist keine Niederwerfung als eine Art Ibadah, als eine Art Anbetung. Wir kennen das bei abgeirrten Sekten. Wal'iyadu billah, möge Allah uns alle davor bewahren, dass wir den großen Schritt begehen. Gibt es Leute, die werfen sich vor Götzen nieder. Wir sehen Leute, die werfen sich vor Bäume nieder. Wir sehen Leute, die werfen sich vor Steine nieder. Vor allem außer vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und daher, diese Art der Niederwerfung ist absolut verboten. Niemanden erlaubt, denn wie kann Allah subhanahu wa ta'ala uns beibringen, dass wir ihn einzig und alleine machen? La ilaha illallah.
Es gibt niemanden, der mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah. Und dann erlaubt er uns so eine Geste. Dieses ist absolut verboten, liebe Geschwister. Dieses, was Allah subhanahu wa ta'ala den Engeln anbefohlen hat, war nicht eine Niederwerfung der Ibadah, der Anbetung, sondern es war eine Niederwerfung des Respekts und des Großes. Das ist alles. Des Respekts und des Großes. Das war alles, liebe Geschwister, weil die Gelehrten sind sich einig darüber, dass dieses nur aufgrund des Respekts und des Großes vollzogen wurde, diese Niederwerfung. Und damit haben wir auch gelernt, dass diese Niederwerfung damals von Allah subhanahu wa ta'ala anbefohlen wurde. Und Allah befiehlt niemals den Schirk, den Unglaube an, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat Adam alayhi salatu wasalam geehrt und die Engel sollten sich alle niederwerfen. Und hier ist ein Aspekt, wo Leute durcheinander kommen. Sie denken, dass Iblis ebenfalls ein Engel ist, weil Allah sprach in der Ansprache, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Und als wir zu den Engeln sprachen, so wirft euch vor Adam nieder. So warfen sie sich alle nieder, außer Iblis. Manche dachten, weil alle angesprochen wurden, so war Iblis auch einer von den Engeln. Und das ist ein entscheidender Fehler, liebe Geschwister. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns in einer anderen Ayah, wo er konkret, direkt Iblis benennt, was er ist. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ. Und als wir zu den Engeln sprachen, wirft euch nieder vor Adam, so warfen sie sich nieder, außer Iblis, höre zu, ein Beweis, der so klar ist wie die Sonne, er war einer unter den Jinn. Iblis. Und die Jinn, liebe Geschwister, das ist der Oberbegriff. Unter den Jinn gibt es Shayatin und nicht jeder Jinn ist ein Shaytan. Diese Shayatin sind diejenigen, die den Menschen schaden wollen, die wal'iyadu billah abgeirrt sind. Und unter den Jinn gibt es Gläubige und weniger Gläubige. Aber die Shayatin sind eine besondere Gattung unter den Jinn. Aber Jinn sind alle, das ist der Oberbegriff. Und hier haben wir ein Ereignis, dass Allah subhanahu wa ta'ala Iblis la'natullah alayh aufgefordert hat, sich vor Adam alayhi salatu wassalam niederzuwerfen. Was hat er gesagt? Ich bin besser als Adam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ich bin besser als Adam. Allah befiehlt ihn an, wirf dich nieder. Und er hatte die freie Entscheidung, sich niederzuwerfen. Und das ist ebenfalls ein großer Beweis, dass er ein Djinn war. Denn, liebe Geschwister, die Engel haben keinen Willen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Sie widersetzen sich Allah azza wa jalla gegenüber nicht. Weil wenn Allah einem Engel etwas befiehlt, dann führt er es aus, weil er keinen eigenen Willen hat. Und hier hat aber Allah subhanahu wa ta'ala über Iblis gesagt, dieser weigerte sich. Und dieses Weigern bedeutet, dass er eine eigene Entscheidung hat. Denn wäre er ein Engel, hätte er sich nicht geweigert. Denn alle Engel, ausnahmslos, haben sich vor Allah subhanahu wa ta'ala niedergeworfen. Was sagte Iblis? Er sagte, nein. Ich übersetze es sinngemäß, nein. Ich werde mich nicht niederwerfen. Was soll mich dazu bringen, mich vor ihm niederzuwerfen? Und ich bin besser als er. خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ. Mich hast du aus Feuer erschaffen. Und ihn hast du aus Lehm erschaffen. Und hier haben wir ebenfalls einen großen Dars, liebe Geschwister. Und zwar schaut, Allah befiehlt ihm, wirf dich nieder. Was sagt er? Er sagt, nein, wieso soll ich mich niederwerfen? Ich bin besser als er. Das heißt, er hat hier seine Logik eingesetzt. Einen Analogieschluss gemacht. Im Arabischen sagen wir Qiyas. Und das ist ein Qiyas-Fasid. Das heißt, ein Analogieschluss, ein Verstand, der hier an falscher Stelle eingesetzt wurde. Wenn Allah sagt, so wirf dich nieder, dann hast du nicht mehr hier als Maßstab deinen Verstand und sagst, aber es könnte so und so sein. Und das sehen wir bei vielen Muslimen in der heutigen Zeit, möge Allah uns und sie recht leiten. Du sagst zu einer Schwester, bedecke dich. Allah hat dir den Hijab befohlen. So sagt sie, ich kann auch so eine gute, gläubige Frau sein. Subhanallah, Allah hat es dir doch befohlen. Warum kommst du jetzt mit deinem Verstand und sagst, ja, ich kann auch so eine gute Gläubige sein, wenn Allah es dir befiehlt?
und du sagst, warum, es geht auch so, dann bist du auf den Fußstapfen von Shaitan. Dann folgst du niemand anderen außer Shaitan, weil Allah hat es dir befohlen. Schau auch, wie Allah Shaitan befohlen hat, Iblis befohlen hat, wirf dich nieder vor ihm. Das war ein Befehl. Dann kannst du nicht mehr kommen und sagen, ich bin besser als er. Und so unsere Schwester, ja, ich brauche keinen Hijab, ich bin auch so eine Gläubige. Oder einer unserer Brüder, ich brauche kein Gebet, denn der Glaube ist im Herzen. Und ihr kennt diese Person, Abu Mu'min, den gibt es in jeder Zeit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Dieses ist ein übler Verstand. Ey Wallah, wir haben den Verstand bekommen. Und ich mindere nicht die Stellung des Verstandes, liebe Geschwister. Denn den Verstand brauchen wir, um Allah zu erkennen. Den Verstand brauchen wir, um Allah Gehorsamkeit zu leisten. Den Verstand brauchen wir, damit wir verstehen, wie diese Religion funktioniert. Dafür brauchen wir den Verstand. Aber wir brauchen nicht den Verstand, dass wir uns Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber widersetzen. Dafür brauchen wir nicht den Verstand. Und das ist das, was man heute versucht, uns mitzugeben. Ob es in der oder der Einrichtung ist, man will dir erklären, du hast deinen eigenen Verstand. Das ist richtig, es gibt Gebiete, da ist nichts daran auszusetzen, dass du eine Sache so oder so machst. Aber in der Religion, wenn Allah dir etwas gebietet, du bist ein unterwerfender Diener. Was heißt Islam? Nichts anderes, außer dass du deinen Willen unter dem Willen Allah stellst. Allah will, dass du das machst, dann lässt du hier deinen Verstand zur Seite. Dieser Verstand hier hat hier nichts mehr zu suchen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Und es geziemt sich nicht für einen gläubigen Mann und nicht für eine gläubige Frau, dass wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung treffen, es wurde schon entschieden, dass die Frau den Hijab trägt. Es wurde entschieden, dass wir alle beten müssen. Es wurde schon entschieden, dass wir fasten müssen. Dass wenn Allah und sein Gesandter eine Entscheidung treffen, dass wir hier als Diener nicht mehr, was haben, die Entscheidungsfreiheit. Allahu Akbar, so leicht ist die Religion. Deswegen sagte einer der Salaf wunderschöne Wörter. Er sagte, Min Allahi ar-Risala. Von Allah kommt die Botschaft. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat die Aufgabe, diese Botschaft zu verkünden. Wa alayna taslim. Und wir Diener haben nichts anderes zu tun, als uns zu unterwerfen. In einem Satz hat er uns den perfekten Islam erklärt. Sag Alhamdulillah, dass du zu denjenigen gehörst, die das nötige Wissen dafür bekommen haben. Du darfst dich nicht, nachdem Allah einen Befehl erlassen hat, widersetzen. Das ist verboten für dich und für mich, o Diener Allahs. Natürlich, Iblis, wie wir gesagt haben, war kein Engel, aber er hatte die großartige Ehre, mit den Engeln zusammenzubleiben. Und es wird in den Israeliyat, liebe Geschwister, berichtet, wir sagen nicht, dass das die Wahrheit ist und wir erklären sie nicht als Lüge, wie der Prophet sallam uns dieses erklärt hat. Außer wir haben einen klaren Beweis, dass das authentisch ist, dann sagen wir, dieses ist authentisch. Aber ich möchte nur eins anmerken. In den Israeliyat wird angemerkt, wird berichtet, dass Iblis den Engeln eine lange Zeit die Ibadah beigebracht hat. Das heißt, er hatte die vorzügliche Stellung Iblis, schaut mal, wie geehrt er war und wie erniedrigt er danach war. Er hatte die großartige Ehre, ihnen die Ibadah beizubringen. So heißt es in den Israeliyat. Wir sind neutral. Wir sagen jetzt nicht, dass das authentisch ist und nicht, dass es falsch ist. Aber wir haben einen klaren Beleg. Er durfte mit den Engeln zusammenbleiben. Warum durfte er mit den Engeln zusammenbleiben? Und nicht nur zusammenbleiben. Er war mit ihnen im Paradies. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass er schon eine geehrte Stellung bei Allah Azzawajal hatte. Anders als danach. Und das beweist uns, dass Iblis hier zuvor geehrt wurde von Allah Azzawajal. Solange er sich an was gehalten hat? An die Anweisung Allahs Azzawajal. Als er aber dann diese große, gewaltige Sünde in seinem Leben begangen hat. Und zwar, dass er sich nicht vor Adam alayhi salatu wassalam niedergeworfen hat, so ist er bei Allah zu einem Kafir geworden. Zu einem Ungläubigen. Allahu Akbar. Durch eine Handlung? Weil er sich jetzt nicht niedergeworfen hat, ist er zu einem Kafir geworden? Abul Barah, ich habe Angst, dass wenn ich mich in einer Sache Allah gegenüber widersetze, dass ich auch ein Kafir werde. Nein, 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 höre genau zu.
Und das erfahren wir aus einer anderen Aya. Allah Azza wa Jal sagt, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. Und als wir zu den Engeln sprachen, wirft euch nieder vor Adam, so warfen sie sich alle nieder, außer Iblis. Jetzt höre zu, warum er ein Kafir geworden ist. Viele Leute verstehen diese Sache falsch. So hat er es abgelehnt, sich niederzuwerfen. Pass auf, jetzt kommt der entscheidende Teil. Und er war hochmütig dabei. Das ist der Grund. Dass er indirekt gesagt hat, wer bin ich, dass ich den Anweisungen Allahs hier folge, dem Befehl Allahs folge, und ich bin doch besser als dieser Erde. Hochmut. Hochmut, o Diener Allahs. Deswegen sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, die Al-Bukhari überliefert hat, لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. Niemand wird das Paradies betreten, wenn er in seinem Herzen nur eine unsichtbare Größe an Hochmut besitzt. Allahu Akbar. Ein gefährlicher Hadith. Und hier ist der Hochmut natürlich in erster Linie gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, aber auch gegenüber den Menschen. Das ist eine gewaltige Krankheit. Und wenn du genau überlegst, Iblis war im Paradies, er war ein geehrter Diener. Was ist dieser Hochmut aufgekommen? Allah hat ihn geprüft. Und deswegen müssen du und ich immer versuchen, unseren Hochmut zu unterdrücken, o Diener Allahs. Dass dieser nicht sich aufstaubt und dann prüft Allah uns in einer Situation und dann kommt der Hochmut gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Ich möchte dir nur ein einfaches Beispiel geben. Es gibt Leute unter den Muslimen, du weist sie darauf hin, dass er eine Sünde macht oder dass er eine schlechte Tat macht. Weil zu unserer Religion gehört es, dass wir das Gute gebieten und das Schlechte verbieten. Du siehst zum Beispiel einen Muslim, der trinkt Bier. Dann sagst du zu ihm, Achi Karim, das gehört nicht zu einem Muslim. Fürchte Allah. Dann sagt er, fürchte selber Allah. Wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Ich entscheide, was ich zu tun habe. Kafir. So leicht, so leicht. Allahu Akbar. Müssen wir da nicht besonders auf unser Herz achten, Abu Barak? Natürlich. Dieser Hochmut, den müssen wir unterdrücken. Und uns jedes Mal kontrollieren, ob wir hochmütig werden oder nicht. Und dieser Hochmut schlummert. Er schlummert in unseren Herzen. Wie gerne sehen wir uns besser als andere Leute. Und wenn dieser Hochmut gegenüber den Menschen sich erstmal verfestigt, dann kommt irgendwann die Stufe, dass du sogar hochmütig gegenüber Allah Azza wa Jalla bist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle davor bewahren, liebe Geschwister, dass wir niemals diesen Zustand erreichen. Subhanallah. Iblis war zunächst einmal ein geehrter Diener. Und das Wort Iblis, wie Ibn Abbas sagt, kommt vom Stamm Ablasa. Und er sagt, Ablasahullah, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn sozusagen Ablas gemacht. Was bedeutet das? Das bedeutet ihm von allem Guten entfernt. Und deswegen trägt er diesen Namen. Ablasa bedeutet einer, der von allem Guten entfernt wird. Und dieser, walayadu billah, sich dann auf eine üble Seite begibt, einen üblen Weg einschlägt. Nochmal, Iblis hat selber gedacht, warum soll ich mich vor ihm niederwerfen? Ich bin besser als er. Mich hast du aus Feuer erschaffen und ihn aus Lehm. Und auch hier hat er falsch gelegen. Denn, liebe Geschwister, wenn wir den Lehm betrachten, die Erde bringt Gutes hervor. Die Erde bringt Gutes hervor. Sie bringt Pflanzen hervor, wovon Menschen und Tiere essen. Und die Pflanzen haben viele andere Vorzüge. Aber das Feuer steht für eine Sache, die schnell um sich greift und die zerstört. Also hat er selbst in der Dunya falsch gelegen, dass das Feuer besser ist als der Lehm. So ist der Shaitan gewesen. Er sagt, ich bin besser als er. Und ich möchte hier auch nochmal eine Klammer auf und Klammer zu machen. An alle unsere Geschwister, und wir lieben sie für Allah Azza wa Jal, möge Allah Azza wa Jal uns und sie recht leiten, die zu viel Nationalismus in ihrem Herzen haben. Wie viele kennen wir, die, wenn sie es auch nicht immer aussprechen, und manche sprechen es sehr gerne aus, er sagt, ich bin Türke, ich bin besser als der Kurde.
Oder einer sagt, ich bin Kurde, ich bin besser als der Türke. Oder einer ist Araber, er sagt, ich bin besser als der Türke und der Kurde. Ja, Chua, das ist Haram. Und das ist verboten. Und die Religion hat es uns nicht beigebracht. Möchtest du einer sein, der Iblis folgt? Er sagt, ich bin besser als er. Genau das schlummert in unseren Herzen. Ich bin besser als er. Warum, ja, Achi, bist du besser als er? Ich bin von der und der Nationalität. Ich bin von dem und dem Stamm. Und wer sagt dir, dass du bei Allah geehrt bist? Und Wallahi, ich schwöre einen kräftigen Schwur. Und ihr seid meine Zeugen. Selbst wenn du von der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam bist, ist das keine Garantie für dich, in das Paradies hereinzukommen. Oder haben wir vergessen, dass Abu Jahl, der Onkel vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, im Höllenfeuer ist? Oder haben wir vergessen, dass Abu Talib, der Onkel, ebenfalls vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, im Höllenfeuer ist? Dieses wird dir nichts nützen. Ich wundere mich über Leute, die sagen dir, ich bin vom Stamm vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Was wollen sie dir sagen? Sie wollen dir sagen, sie sind was Besonderes. Dann sagen wir ihnen, Abu Jahl war näher zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib war näher zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie sind Insassen des Höllenfeuers. Und du, der so viel später danach kommst, wirst mir eine Geschichte erzählen, dass du ein ganz besonderer Diener bist. Fürchte Allah azza wa jal und wisse, bei Allah bist du nur geehrt, wenn du nach dieser großartigen Religion lebst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns nur nach dieser wunderbaren Religion leben lassen. Allahumma amin. Liebe Geschwister, wir wollen noch ein paar Sachen erklären, bi'idhnillah ta'ala. Und zwar, warum hat Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt Iblis erschaffen? Manche sagen dir, wir wissen, dass er ein Käfer ist und wir wissen, dass er alles Üble in sich vereint. Warum wurde er erschaffen? Das ist die Hikma, die Weisheit von Allah azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala hat Sachen gegensätzlich erschaffen, wie du weißt. Er hat nicht nur die Erde erschaffen, er hat die Himmel erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Er hat nicht nur die Djinn erschaffen, er hat auch die Menschen erschaffen, subhanahu wa ta'ala. Er hat viele gegensätzliche Sachen erschaffen. Warum? Damit wir wissen, es gibt Gutes und es gibt Schlechtes. Es gibt gute Menschen und es gibt schlechte Menschen. Damit du verstehst, was das Gute vom Schlechten ist. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mit Iblis eine Prüfung auferlegt, damit Allah azza wa jal weiß, wer sind die Anhänger vom Shaitan und wer sind die Anhänger von Allah. Allah nennt sie Hizbullah. Das sind diejenigen, die zu der Gruppe Allahs azza wa jal gehören. Die Muslime, die Gläubigen, die Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber gehorsam sind und seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und er nennt eine andere Gruppe Hizbushaitan, walayyadu billah. Das sind diejenigen, die so Shaitan gehorchen, wie ein Gläubiger nur Allah azza wa jal und seinen Gesandten gehorcht. Lebt Iblis noch? Iblis lebt noch. Warum? Allah hat es so bestimmt. قال ربي فانذرني إلى يوم يبعثون. So sagte Iblis zu Allah subhanahu wa ta'ala, schiebe mich auf, nachdem Allah azza wa jalla ihn gesagt hat, فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. O Iblis, geh raus aus dem Paradies. Du hast dich mir vehement widersetzt und bist ein Kafir geworden. So sagte Iblis, O mein Herr, schiebe mich auf. Schiebe mich auf. Dann sagte Allah Azza wa Jal, dir wird das gegeben, worum du bittest. Du wirst Aufschub bekommen bis zum jüngsten Tag, bis zum Tag der Auferstehung. Und Allah Azza wa Jal beendet diese Ayah und auf dir ist der Fluch bis zu diesem Zeitpunkt. Allahu Akbar. Und ich schicke einen Brief zu den superherzigen Muslimen, die sagen, ja Allah, leite Iblis recht. Nein, so ein Dua brauchst du gar nicht zu machen. Das ist zu viel Barmherzigkeit. Denn Iblis ist schon verflucht bis zu diesem Zeitpunkt. Rabbi fa'anzirni ila yawmi yubathun. Oh mein Herr, schiebe mich auf. Bis wann? Bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Die Gelehrten sagen, das ist der Tag, bis alle Geschöpfe sterben. Das heißt, wenn Israfil alayhi salatu wasalam in das Horn bläst und alle Geschöpfe sterben, kullu man alayha fan, alles wird ein Ende haben. Jede Sache wird an diesem Tag ein Ende haben. So wird Iblis bis zu diesem Tage sein. Allah erlässt ihn weitermachen,
Warum? Damit Allah azawajal uns mit Shaitan prüft. Und entweder folgst du ihm oder du folgst Allah subhanahu wa ta'ala. In dem einen Fall bist du ein Gewinner und in dem anderen bist du ein Verlierer. Aber Allah azawajal lässt ihn. Und Shaitan wird seine Strafe bekommen. Allah azawajal hätte ihn mit Sicherheit vernichten können. Aber hier siehe, o Diener Allahs, Allah gibt ihm noch diese ganzen Jahre, um ihn noch mehr in Schande zu stürzen und ihn noch mehr danach zu bestrafen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen ein gutes Ende geben. Und ich möchte dir hier sagen, bevor wir zu Ende kommen, bi'idhnillah ta'ala, dass dieser Shaitan, o Diener Allahs, niemals uns vernachlässigen wird. Aha. Niemals uns vernachlässigen wird? Niemals. Höre, Allah subhanahu wa ta'ala, als er ihm gesagt hat, du wirst diesen Aufschub bekommen. Und der hat Dua gemacht bei Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla hat ihm gesagt, du bekommst den Aufschub zu einem Kafir. Was denkst du dann, o Diener Allahs, der du manchmal traurig wirst oder manchmal daran zweifelst, dass Allah dein Bittgebet erhört? Von Shaitan wurde er erhört. Und er ist wahrlich keiner, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt und den Allah azza wa jalla ehrt. Wie ist das dann mit jemandem, der ein Muslim ist, obwohl er ein Sünder durch und durch ist und sagt, Subhan Rabbi al-A'la, gepriesen sei mein Allah, höchster Herr, und er bittet Allah, worum er ihn auch immer bittet. Verzweifle niemals an die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala. Hier sehen wir Shaitan, Udina Allahs, dass er, nachdem Allah subhanahu wa ta'ala ihn verbannt hat vom Paradies, sagte er, Qala, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ. Dafür, dass du mich hast abirren lassen, ja Allah, werde ich ihnen auf den geraden Weg aufladen. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. Und dann werde ich ihnen, wen, den Dienern, von wo kommen? Sowohl von vorne, als auch von hinten, als auch von rechts, als auch von links. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Und du wirst die meisten von ihnen nicht als dankbare Diener vorfinden. Allahu Akbar. Auch dieses ist ein großer Dars, liebe Geschwister. Die Salaf-Gelehrten sagten über die Aussage von Shaitan, so werde ich zu ihnen von vorne kommen, bedeutet, ich werde ihnen Zweifel in ihre Herzen legen, dass sie zu Allah zurückkehren, dass sie an die Hölle und an das Paradies glauben. Und ich werde zu ihnen von hinten kommen, bedeutet mit der Dunya. Ich werde sie ihnen ausschmücken, diese Dunya, so dass sie begeistert davon sein werden, so dass sie diese Dunya mehr lieben als das Jenseits. Und er sagte, und ich werde von rechts kommen, bedeutet, ich werde sie abhalten von den guten Taten. Und ich werde zu ihnen von links kommen, bedeutet, ich werde ihnen ihre Taten ausschmücken, ihre Sünden ausschmücken, auf dass sie es lieben, diese Sünden zu machen. Und Ibn Abbas, radiallahu an, er sagte, er kommt zu dir von allen Seiten, o Diener Allahs. Passe auf. Außer von oben. Sagt mir, liebe Geschwister, warum kommt Shaitan nicht von oben? Er kommt, wie wir gehört haben, von vorne und von hinten, von rechts und von links. Warum kommt er nicht von oben? Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, weil von oben kommt die Barmherzigkeit Allahs. Hier hat er keine Chance. Allahu Akbar. Hier hat er keine Chance. Er kann dich nicht von der Barmherzigkeit Allahs azza wa jalla abbringen, o Diener Allahs. Wenn Allah mit dir barmherzig sein möchte, so wird er es sein, subhanahu wa ta'ala. Und daher wisse, Allah hat ihn in über 120 Stellen erwähnt, bedeutet für uns, dass er eine große Fitna ist, dieser Shaitan. Und ich beende, liebe Geschwister, als er gesagt hat, und du wirst die meisten nicht dankbar sehen als Diener, bedeutet nicht als Muwahidun, nicht als Leute, die Allah einzig und alleine anbeten. Und in der Tat, die meisten Menschen auf der Erde sind Kuffar, Leute, die nicht an Allah subhanahu wa ta'ala und den Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam glauben. Das ist die Realität. Wie kam Shaitan da drauf? Iblis, das war seine Vermutung. Allah sagt an einer anderen Stelle, und die Vermutung von Iblis hat sich hier bestätigt. Und diese Vermutung, die Iblis gehabt hat, ist in der Tat so gewesen. Und ich möchte eigentlich gerne noch weitermachen, liebe Geschwister, aber ich sehe, subhanallah, die Zeit ist schon vorangeschritten, so dass wir leider nicht mehr die Geschichte von Adam und Hawa und Eva erzählen können, wie es eigentlich so vorgesehen war. Ich habe es vorbereitet, aber subhanallah, Allah azza wa jalla
hat uns unsere Zeit etwas knapp gemacht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns immer auf dem Guten belassen. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barak lau fikum wa jazakum la khair.